Ja, Jugendsprache in der Zukunft. Ja, die Zukunft ist jetzt in einer Sekunde, jetzt wieder in einer Sekunde. Ich habe da keine Hoffnung mehr. Ich habe da einfach, also allgemein, Jugend habe ich keine Hoffnung mehr, aber auf Sprache habe ich auch keine Hoffnung mehr. Ich glaube, wir werden uns irgendwann nur noch mit Satzfetzen unterhalten. Ey, Dicker, Alter, ich nie Sex hab, ich gut Deutsch kann, ich weiß nie, warum ich Sex hab. Satz. Grammatikalisch korrekt. Ja. Oh, Papa, hör mal Sohnemann. auf mit deinem Gummo immer, Mann. Das sagt keine Sau. Hey, Sag mal, wie lief im was Schulhaus? Erzähl das? mal. Ja, war ganz okay. Habt ihr die Klausuren hier wieder bekommen oder Papa, was? seit 2025 schreibt keiner mehr Klausuren. Das ist alles digital Ja, mittlerweile. keine Ahnung, was ihr Keks euch da zusammenflunkert am Computer, du. Habt ihr die Noten wieder Du bekommen? weißt doch, dass wir mittlerweile Bitcoin statt Noten kriegen, Ja, wie Mensch. lief's Oh, denn da? geil. Können wir uns einen neuen Kühlschrank gönnen oder Ich nicht? habe drei bekommen, weiß ich nicht. Drei? Wie viel ist denn das? Ein Zwambo oder was? Das reicht doch hinten und vorne nicht, du. Ja, tut mir ja auch Sag mal, leid. warum gönnt deine Lehrerin denn nicht? Was soll denn Ja, mir das? hätte halt auch nur ein halber Punkt gefehlt, Ja, ne? sei mal hier kein Lacher, sondern ein Macher, so wird das nix hier. Das Bombastic-Side-Eye habe ich gesehen, mach das normal und du landest im. Aber ich muss dazu sagen, wenn das so in Zukunft wieder sein sollte, nähern wir uns ja wieder, zumindest hat das ja den einen Anschein wieder ganzen Sätzen an. Das wäre ja schon mal schön. Also, wir haben hier ein paar Schulen und gerade wenn man so auf Arbeit fährt, ne, und wenn man dann mit der Bahn fährt, dann da hat man halt dann in der Bahn hört man sich dann gerne mal so Gespräche an und dann hört man, ey, Alter, deine Mutter ist ja voll Kracher hier, ey, die würde ich gerne mal flachlegen, ne, zu massieren. Ich weiß nicht, wieso, keine Ahnung, warum immer die Mütter? Keine Ahnung, ich verstehe das nicht. Ja, keine Ahnung, ich wander aus. Ich will gar nicht das Land verlassen, ich will den Planeten verlassen. Nicht das Land. Ich will einen anderen Planeten für mich alleine haben, bitte. Da können gerne alle mitkommen, die Sätze bilden können. Jeder Wörter Mach haben mal wir uns so. verstanden. Ja, Ja, ist doch in hier, Ordnung. deine Mutter ist davon auch nicht begeistert. Ja, genau. Nur weil ich drei Planeten weiter bin, bedeutet das nicht, dass ich nicht mitbekomme, wenn du irgendwelchen Mist in der Schule baust. Du brauchst hier nicht einen auf Lock machen. Ja, Dein Mama. Vater war in der Schule ein richtiger Rizzler und du machst hier so, das muss nicht Was sein. er für ein Rizzler ist, sieht man ja. Sein Job könnte locker ein Roboter machen. Die haben einfach nur noch Der Mitleid. Job von deinem Vater ist wichtig. Wie sollen die Leute sonst ihren Brief Er bekommen? beliefert doch nur noch das Amt. Das sind die Einzigen, die noch Briefe und Faxe Und benutzen. genau deswegen ist dein Vater so Das wichtig. ist auch wichtig. Außerdem hast du doch in der Schule damals auch nie aufgepasst. Du hast auch nur am Handy gechillt und hast irgendwelche TikTok-Tänze Hast du kopiert. 5 Millionen Follower auf TikTok oder ich? Nee, siehst du? Das ist nämlich der Unterschied zwischen uns Also ich beiden. kenne Ja, die App. Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass das irgendwann eine Relevanz hat. Wenn du nur auf TikTok, also in der Schule dann, wenn du auf TikTok zum Beispiel nur 2000 Follower hast, wird aus dir nichts. Da wird der Lehrer sagen, pass auf, mit 2000 Follower kannst du, wenn du Glück hast, ja, weiß ich nie, nix werden. So, du brauchst schon wirklich mindestens so 10.000 Follower, das ist eine Basis, mit der man arbeiten kann. Das wird irgendwann eine Relevanz. Das wird ins Schulsystem integriert. Ich weiß es. Das wird so sein. Nicht mal benutzt keiner Ja, dann mehr. solltest du vielleicht mal an deiner Wissenslücke Ja, und du arbeiten. würdest auch nicht nur die paar Bitcoin mit nach Hause bringen, So wird ne? das nämlich nichts mit deinen Mensch, Zukunftsplänen. Mutti, aber ich will unbedingt Handwerker Ja, dann werden. musst du so. Aber eine Sache muss ich sagen. Wenn wir in Zukunft dann mehrere Planeten besiedeln, das ist wirklich so. Da kriege ich wirklich schöne Vibes, weil das bedeutet ja, dass meine Freundin dann auf einem anderen Planeten ist und ich mit ihr nur kommuniziere über ein Hologramm. Ey, geil! Das ist geil! Ich habe meine Ruhe. Die ist auf einem anderen Planeten, die kann dann auf einem anderen Planeten die ganzen Leute nerven. Und wenn wir mal reden wollen, Hologramm, aber ich kann das dann bestimmt auch stumm schalten. Das wird ja wohl funktionieren. Und dann einfach, ja, red mal weiter. So langsam mal einen Gomme-Mode aktivieren, sonst wirst du nicht mehr Elektriker. Wenn ich mir nämlich dein Zeugnis vom letzten Jahr so angucke, also der ist wirklich Ja, ich bodenlos. weiß, aber Handwerker werden ist einfach mein Rudi, Traum. halt mal die Bolzflach hier, wird man nicht sass, sag ich Du kannst dir. auch immer noch Motivationscoach oder Business-Trainer werden, das ist vielleicht ein bisschen einfacher noch. Mama, das wird jeder, dann hätte ich mir die letzten 3 Jahre Schule auch sparen können. Sü, was für ein Brett von Dissau denn raus hier, du? Handwerker ist auch einfach der beliebteste Beruf, da musst du auch ein bisschen mehr für Ja, ich leisten. hänge mich dann jetzt ein bisschen mehr rein dann Ja, dann einfach. müssen deine Lehrer ab jetzt auch noch ein paar mehr Bitcoins klären und dann passt das auch, Ich ne? muss mich aber auch ausklinken jetzt. Präsident Mr. Beast will jetzt gleich eine Rede schwingen und irgendwelche Immobilienverträge verteilen, ne? Also da würde ich mir gerne Wir sehen angucken. uns dann in 3 Lichtjahren, Ja, oder? genau, ich beeile Ja. mich. Bis dann. Ein Was wollen wir Glück. heute eigentlich zum Abendbrot essen? Ich glaube, wir haben noch ein paar Süßkartoffeln, die könnte ich fertig machen sonst.
Man hat's einfach nie leicht, ne? Hast du dich schon wieder nur mit Süßigkeiten in den Wanz eingekellt oder was? Und hör auf, so ein Side-Eye zu machen, ich seh das. Mensch, Papa, das ist so peinlich und unangenehm. Aber wisst ihr, woran man merkt, dass man älter wird? Also erstmal, ich hab Rücken, ich hab einen Bart, mir tut alles weh, ich kann nicht mehr so schwer heben. Also daran merkt man das erstmal, dass man älter wird. Man merkt aber auch, dass man älter wird, wenn man solche Gespräche sich von Jugendlichen anhört und man denkt, die sprechen eine andere Sprache. Und man dann daneben sitzt und fragt, was ist das? Was ist das für eine Sprache? Lernt ihr jetzt drei Fremdsprachen in der Schule? Nee, das ist Deutsch. Da weiß man, alles klar, man hat hier nichts mehr zu suchen. Macht Platz für die Jugend. Macht Platz für die Jugend. Ich verstehe die Leute nicht mehr. Ich brauche immer einen Duden. Ne? Also auch wenn mich dann jemand hier, ey du Keck, komm mal her. Das fühle ich mich immer angesprochen, dann bin ich mal gekommen und da haben sie so gefragt, hier, wo ist denn die Suite Gangsterstraße von dem Block? Ja. Steht man so da und sagt man, German, sorry. I don't speak Bolognesisch. Entschuldigung, kann ich nie. Hab ich nie gelernt. Naja, also. Hat Vorteile, ne? Man muss seinen Kindern nicht mehr zuhören, also besser gesagt, man kann seinen Kindern nicht mehr zuhören, weil man eh nichts versteht. Hat Nachteile, die Kinder können böse Pläne schmieden und wir alten Säcke, wir wissen davon nichts. Vielleicht werden die bald die Weltherrschaft erobern, einnehmen. Ich weiß es nicht. Aber das mit den Hologrammen finde ich auch mal eine tolle Sache. Ich hoffe, das kommt relativ schnell. So möchte ich bitte mit allen nur noch kommunizieren. Über ein Hologramm, mit allen. Über nichts anderes mehr. Nur noch Hologramm. Ich hoffe bitte, macht das bitte so, dass man das Hologramm auch selber stumm schalten kann. Das wäre schön. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Guckt unbedingt das Originalvideo an. Lasst Liebe da, lasst Kommentare da. Lasst Meerschweinchen da und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.